So, also hier jetzt mein Video, wie ich den Adapter, diesen Mini-Adapter umgebaut habe. Das ist also hier diese Originaldüse vom Best Waypool, die Einlassdüse. Das ist dann quasi wie so eine Art Überwurfmutter und eben dieses Kugelelement, die kann man so auseinandernehmen. Das ist der Originaladapter vom ZX300 mit einer Überdruckfunktion, aber die braucht man wahrscheinlich eh nicht. Noch einen weiteren Filter kann man da einsetzen. Und das ist also dieser besagte Adapter. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, die Überwurfmutter, die passt also quasi hier so oben drauf. Und ja, schneid das Teil einfach mal ab. Ich habe mir das also hier leicht markiert. Und habe dann im Grunde genommen den Mittelweg hier genommen. Das also so abgeschnitten. Ich habe also jetzt hier quasi rundum einen Konus, der eigentlich auch ideal hier reinpasst und so, dass das optimal abdichtet. Das ist so ungefähr von der Gummidichtung etwa 1 cm lässt man also da stehen und dann passt das also wunderbar und das wird dann ganz einfach eingeschraubt. Das zeige ich jetzt. So, ich nehme die Teile, schraube den einfach hier so drauf. Bisschen festziehen. So, dann nehme ich mir den Schlauch vom Sauger, einmal kurz drauf, leicht drehen. So, ich möchte noch was zum Thema Schlauch sagen, der mitgeliefert wird. Der hat also eine Gesamtlänge von 6,50 Meter und ist für einen Pool, was 3,60 Meter im Durchmesser misst, viel zu lang. Man schneidet diesen dann also passend ab. Man geht also davon aus, von Anschluss her auf die gegenüberliegende Wand des Pools und addiert so ungefähr 50 cm dazu und schneidet dann den Schlauch passend ab. In der Anleitung gibt es eine Tabelle, wo also die optimalen Schlauchlängen aufgeführt sind. Ich blende die jetzt auch noch mal hier in dem Video ein, dann könnt ihr euch die anschauen. Und sollte dann auch optimal den Schlauch passend schneiden.